Dunkelspeere, die vor Jahren aus ihrem Land im Schlingendorntal verbannt wurden, versuchten einen Neubeginn inmitten der zerstreuten Völker der Horde. Unter der Führung des noblen Kriegshäuptlings Thrall hatten Vol'jin und seine wilden Trolle endlich die Würde und den Sinn gefunden, die sie gesucht hatten. Doch nun, unter der Herrschaft des sturen Garoschelschrei, fürchten die Trolle, dass die Horde sich entzweien könnte. Vol'jin weiß, dass gerissene Trolle wie ihr für den Erhalt der Horde kämpfen werden. Ganz gleich, welche Gefahren warten mögen. Ob aus den Reihen der Horde selbst oder von außen. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie lange dieses Projekt dauert, ist mir so jetzt nicht klar. Keine Ahnung, ob 2 oder 200 Parts, das werden wir mal schauen. Und zwar World of Warcraft. Und zwar nicht alleine, sondern mit einmal der Cat Carrow. Hallo? Ich sag einfach mal hallo, auch ich Rompe nicht verstanden habe. Mein Internet, yeah! Ach geil. Geht's echt hallo, nicht? Hallo liebe Zuschauer. Doch, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder? Komisch. Ja. Nur die Begrüßung war sehr holprig, möchte ich sagen. Ja, also die Cat Carrow, wie ich sie gerade vorgestellt habe, und der Psycho Cypher. Richtig. Ja, du hast nur bei uns leicht als Roboter geklungen. Das wird ja in der Aufnahme nicht zu hören sein. Ihr seid ja dran gewöhnt. Ja. So. Dann sag mal was zu dem Konzept, das wir uns überlegt haben. Ihr habt irgendwas von Dudus gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ja, mal einer von euch. Alle drei Druiden halt. Ein Tank, ein Healer und ein Damage-Dealer. So, jetzt möchte ich die Gesichter von einigen sehen. Was? Drei Druiden? Genau. Und ja, wir spielen damit natürlich die Lieblingsklasse unserer lieben Cat Carrow, weil die liebt Trolle. Das weiß sie nur noch nicht. Ach, ich hätte niemals im Leben mir Troll gemacht, wenn es dieses LPT nicht gäbe. Niemals. Das sagen sie alle. Nicht. Eher sogar noch ein Gnome oder ein Zwerg, ganz ehrlich. Du kannst es doch zugeben. Wir sind hier unter uns. Ich mach mal kurz die Aufnahme aus. Zwinker, Zwinker. Zwinker. Niemals hätte ich mir einen Troll gemacht. Das hat sich angeboten, weil dann haben wir auch passende Haarfarben zu unseren Namen. Genau, denn unsere Namen sind von den ersten 250 Pokémon, die legendären Entei und die anderen Namen kann ich nicht aussprechen. Ja, die legendären Katzen. Suicune, Entei und Raikou. Genau, die Katzen, nicht Hunde. Sind Katzen, ja. Ja, ich bin halt ein Kacknoob. Für mich gibt's auch nichts. Also ich nehme ja so viele Pokémon überhaupt nur erst auf, so aus Fairnessgründen, weil ich Silber und Gold noch miterlebt habe. Aber leider mussten wir etwas in unseren Namen fixen, weil die Namen ja schon vergeben waren und so. Und außer natürlich ich, weil ich cool bin. Weil du ein scheiß Pokémon genommen hast, was keiner haben will. Dazu kommt noch, dass wir in unserer Stammgilde spielen, die wir selber gegründet haben und schon auf Level 6 gebracht haben. No. Mit unseren Privatcharakteren. Ja. Ja, ne? Sonst würde ich sagen, geht's los, ne? Jo. Nehme ich mal die Quest an. So eine Klassenquest. Also vorlesen tue ich hier nicht viel. Oh, bitte nicht. Ja, bitte. Sonst dauert das doppelt so lange hier alles von den Parts her. Folge 999, Stunde 1. Wir sind jetzt Level 15. ja, so ungefähr. Wahrscheinlich mache ich mein das Freund noch wollte mich erschrecken. Wahrscheinlich mache ich das noch in verschiedenen Staffeln, Staffel 1 und so, mal schauen. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf die Quest, oder? Kommt ihr mit? Ja. Jau! Eigentlich passt so trollig zu mir, weil diesen Füßen... Das sieht doch so schön aus, wie wir langlaufen. Jeder, der uns hier sieht auf dem Server, muss denken, wir haben voll einen an der Klatsche. Das haben wir ja auch. Nein, ich meine, wir sind total normal. Im Kopf vor allem. Ups, dadurch. Wo ist er denn schon jetzt? Wieder Grünzeug im Gesicht. Das Schöne ist, ich war hier noch nie. Dito. Weil ich, wie gesagt, noch nie einen Troll hatte. Ja, es ist ja total blind für dich. Ja. Wirklich blind. Und einen Druiden habe ich auch nur bis Level 20 gespielt und dann mit Rolle der Auferstehung auf 80 gedrückt. Hallo. Und dann habe ich ihn mal gespielt in einer höheren Instanz.
so mit meinem Crap-Equip und hab dann die ganzen kleinen Noobs geflamed. So, jetzt hab ich gar nicht. Wir müssen ganz raffiniert diese Puppen angreifen, weil die sind ganz böse und lass sie uns töten. Wir haben ja auch so einen tollen Skill schon. Kamehameha! Gelbes Kamehameha. Gelbes Kamehameha. Kamehameha. Ham, Herzschmerz. Ach, zählt das auch für unsere Gruppe oder was? Ja, das zählt für die Gruppe, das ist cool, oder? Ich finde das auch klasse. Deswegen sind wir ja in der Gruppe, damit wir uns alle gezählt wird. Ah, okay, ja, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich spiele noch nicht lange WoW. Seit 12 Tagen. Ja. 12. Das ist genau das, die Zeitspanne, seitdem es auch die Gilde gibt. Ach, war das Taigan, wo wir noch nackt getanzt haben, um Aufmerksamkeit für unsere Gildensatzung zu bekommen. War nicht dabei. Ich gebe das erstmal zu, ich tanze nicht nackt. Also schon, aber nicht wegen solchen Tapalien, sondern höchstens wegen 2 Cent. Nicht mal wegen einem? Echt nur wegen 2? Oh, ich muss ja... schon. Oh, Interface, schnelles Plündern an, Helm ausblenden. Automatische Questverfolgung, alle Aktionsleisten anschalten. Dass das nicht accountgebunden ist. Das Ziel auf der Map anzeigen lassen und dann ist die Cat glücklich. So lange dauert das bei der Cat. Ja. Relativ einfach sie zu beglücken, aber es dauert, ne? Ja. Stimmt, das muss ich aber auch nochmal eben anstellen alles. Braucht seine Zeit. System war das und dann... Upsala. Oh, hinter dem Baum, da lauert auch noch einer ganz, ganz versteckt. Vor allem, nee, ihr wisst ja, was blüht nachher, ne? Wir werden nachher ganz zufällig ganz viele Rahmenmobs finden. Ganz zufällig. Weil wir haben keine Karte. Niemals. Nee, haben wir nicht. Da ist ein Araban, der zu unserer Gilde gehört. Lustig, dass er jetzt genau erscheint. Den noch nie gesehen. Interessant, dass er jetzt... Interessant, dass er mit 48 im Anfängerdorf rumläuft. Aha, der gehört zu uns. Langweilig. Wir hatten den für uns eingeladen. Warte, ich mal hin. Kicken? Nee, noch nicht. Hä? Er ist ja wenigstens fähig. Na, was möchtest du denn damit sagen? Hallo, hallo. Willkommen in der Aufnahme, genau. Und dein Freund stopft mir mal Zigaretten. Ja, mein Freund stopft zu Zigaretten. So, das musste sein. Möchtest du wen grüßen? Ich danke allen, die mir das ermöglicht haben. Mein Manager, meiner toten Ratte, der Katze in meiner Scheune. Achso, nein, Mist. Ich dachte, ich habe mich so angesprochen gefühlt. Endlich. Einmal. Okay, anscheinend möchte er niemanden wissen, nicht mal seinen Bruder. Er hat keinen. Okay, dann nicht. Ups. Das war seine Chance, also. Ah, doch, sein Bruder. Da wollen wir los, wir haben zu tun. Wir sind... Ja, mein Beileid. Dann lasst uns mal die Quest abgeben, weil die ist da vorne, ne? Achso, wir haben die fertig? Ah, okay. Echt, haben wir? Nee. Ja, haben wir. Wenn ihr alles eingesammelt habt, dann ja. Wir haben doch erst 4. Busy in Business. Ich hab erst 4, Moment. Da wollte auch noch nicht alles eingesammelt. Ich hab 6 getötet und ich hätte sie nur einsammeln müssen. Ja, ja. Hab ich wohl nicht. Ja. Ja, hat er wohl nicht. Die Quest heißt auch alle Anfang eher, ne? Das ist er auch. Sehr passend. So, jetzt hab ich 6. Warte dann mal auf euch. Ja, ich komm ja schon. Ja, ne, mach hier mal so eine Hektik. Wir sind hier in einem entspannten LPT. Ja, wir sind ja alle so entspannt hier. Ja. Und spätestens wenn wir Indies gehen, dann ist genug Zeit zum Flamen. Und zum Trollen. Deswegen sind wir Trolle, weil wir trollen, also ich trolle vor allem. Wir decken nackt. Ja alle tragende Klassen ab, sozusagen. Also mit einem Tank, einem Healer und einem fähigen DD kann man eigentlich schon alleine losziehen. Wo starrst du mir denn hin, Rompe? Wieso bist du nackt? Irgendwo hin. Oh, nein, ich bin nicht nackt. Ich habe eine Unterhose an. Ja, das ist klar. Nee. Mit dem muss man reden. Was? Ich habe mit dem geredet.
habe auch schon. Achso. Ja. Jetzt müssen wir den Gefangenen schwer blöd Dings da. Was? Ich hab. Hä? Mit dem hier müssen wir auch reden. So, oder? Hier ist unser Druidenlehrer. Der kann aber auch noch nichts für uns. Ein Monster. Komm, lass uns das mal töten. Einfach so, weil wir es können. Oh, cool. Gut, dass das alles blind ist. Ja. Funktioniert aus, was wir machen. Irgend so ein Damage-Meter, damit ich immer weiß, wen ich flamen muss. Achso, ich muss. Also ich flame nicht grundlos, ja? Nicht, dass irgendjemand hier was Falsches denkt von mir. Flame ihn und seine Mutter. Wieso hat der jetzt Level up und ich nicht? Mit mir. Weil ich eben die ganzen Monster getötet habe. Weil ich so cool bin. So, okay. Lässt der jetzt für jeden eins frei, oder was? Ja. Meins. Du musst den Gefängniswärter anstrichen. Ach so. Ja, blind. Ach so, jetzt. Ach so, okay. Jetzt lässt er dir den frei. Jetzt lässt er dir einen frei, den tötest du jetzt, ne? Das ist ganz tricky.